Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Supraland auf der Nintendo Switch. Zum Starten Plus drücken und er lädt. Schauen wir mal, wie die Ladezeiten so sind. Naja. Schauen wir mal, die Optionen, Gesamtlautstärke, Musik, Sound, Grafik. Okay, Kamera. Ja. Steuerung. Fähigkeit 1, Fähigkeit 3. Okay. Ja. Ich würde sagen, spielen. Das Spiel läuft auf der Unreal Engine 4. Das heißt, es sieht bestimmt sehr cool aus. Okay, das war jetzt performancemäßig jetzt nicht so der Kracher. Allerdings, wow, es sieht wirklich cool aus. Ja, er hat mal alles Mögliche in den Speicher laden müssen, so hat es zumindest ausgesehen. Wir bewegen uns hier einfach mal ein wenig herum und sehen uns um. Ja, wir sind einer der Roten. Und wir befinden uns wohl in einer Sandkiste. Und hier ist quasi der, der uns Leben verleiht, nehme ich an. Komm mal her, Sohnemann. Sohnemann? Unser Brunnen ist ausgetrocknet. Gehst du mal bitte runter, schauen, was da los ist. Finde raus, warum Red Towns Brunnen ausgetrocknet ist. Gut. Finden wir raus. Hey! Viel Glück! Nimm Schwert. Na, dann nehmen wir doch das Schwert. Macht Überleben leichter, verursacht zwei Schaden. Schlag. Mit Z. Okay, mit ZR schlagen wir. B, spring. Ah ja, okay, hier müssen wir drüber springen. Ja. Super Games präsentiert. Ein Spiel von David Münch. Ist von einem deutschen Entwickler übrigens. Oh, Hallöchen. Ah, die halten ganz schön was aus. Au. Okay, das Timing sollte stimmen. Ach, komm. Jawohl. Hier haben wir ein paar Herzen. Ah ja, wieder alles aufgefüllt. Also es sieht schon cool aus. Ah, schau an. Wie komme ich da hin? Ich will da hin. Ah. Wie komme ich wieder raus? Ah, wenn ich den linken Stick gedrückt halte, kriege ich. Kann man das umstellen? Das wäre nämlich noch cool, bewegen und kriechen
als Trigger, nicht so ist es anstrengend, den die ganze Zeit gedrückt zu halten. Allerdings wird man das hoffentlich ohnehin nicht so oft brauchen. Schauen wir mal. Ja, ducken, jetzt haben wir es schon. Hier kommen wir wohl nicht durch. Hier? Ah, benutze. Und dann wird hier wohl das genau weg sein. Gut. Tragen. Ist das? Ah, das ist ein Knopf. Ein bisschen mehr, damit sie es nicht einfach reparieren können. Hey. Die Blauen? Geh nach Blueville und sprich mit ihrem König. Tja, wo wäre das denn? Ich will hier auf jeden Fall mal die Münzen haben. Hier sind noch welche. Das Ganze ist ja quasi eine große Sandbox und wir können da, wie wir wollen, erkunden. Sieht wirklich sehr cool aus. Siehst du den riesigen roten Kristall hinter den Klippen? Da solltest du hingehen. Ehrlich gesagt, nö, sehe ich nicht. Aber wenn du es sagst, dass der dort ist, dann wird es wohl so sein. Wer bist du? Für mehr Gesundheit mixe ein paar grüne Blätter mit Wasser in den Entsafter. Yam, yam. Okay, da muss ich was reintun. Warum hat er überhaupt eine blaue Seite? Ja, das stimmt. Wenigstens ist der rote Teil deutlich größer. Das ist niedlich. Eine Diskussion über einen Radiergummi. Auf jeden Fall haben wir hier einiges an Münzen. 14 Stück haben wir schon. Secret Area. Die schlafen auf Radiergummis. Ah, wenn ich hier den Knopf drücke. Nö, nicht den Knopf hier. Wenn ich hier den Knopf drücke. Und dafür wird das Fass sein. Kann ich das hier auch wegmachen? Nö, kann ich nicht. Aber das Fass holen wir uns jetzt. Sollte die Tür geöffnet sein. Sehe ich das richtig? Schwertreichweite plus 25%. Dankeschön. Du kannst jetzt Gegner treffen, die ein wenig weiter weg sind. Das ist cool. Kannst du das finden, was hier reinpasst? Ja, sowas. Schauen wir mal.
Schwert ist nicht schlecht, oder? Naja. Wahnsinnig gutes Spiel, viel besser als sein Vorgänger. Wir laufen hier einfach hin und her und tun so, als wäre dieses Dorf lebendig. Was? Nein. 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 Ah. Nein. 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 Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da tut sich auch irgendwas. Also macht das hier. Ah ja. Das ist nicht Wasser. Das ist irgendeine andere Flüssigkeit, die hier austritt, wenn ich drauf drücke. Das heißt, da werden wir wohl ein Gefäß brauchen. Das geht 3 Sekunden lang. Da bin ich zu langsam. Was macht der hier? Lol, du bist der Einzige, der irgendwas tut. Wir warten alle einfach, bis du das Problem gelöst hast. So. Ja, wir sollten schön langsam uns auf den Weg machen. Gut, hier sind wir rausgekommen. Dann gehen wir mal hier. Da habe ich auch was Tolles gesehen. 6 übrig. Aha. Schwertschaden plus 1. Tempo mal 2. Wenn du goldene Fässer findest, leg sie in die Box dort drüben. Da haben wir doch eins. Das war doch ein goldenes, oder nicht? Das brauchen wir ohnehin nicht mehr. Was ist das? 80. Das ist doch ein Bleistift. Ah, schau an. Das passt doch hier rein, oder? Das sieht gut aus, aber die Farbe scheint falsch zu sein. Auch noch kleinlich werden. Jetzt holen wir uns mal das Fass hier. Was mach? Ach so, ja. So, das war hier unten. Hier. 5 übrig. Ah, schau. Regeneration. Das nehmen wir uns. Jetzt haben wir noch 13 Coins. Dann nehmen wir Schwertschaden plus 1. Bring goldene Fässer zum Laden, um Power-Ups freizuschalten. Ja, hier waren wir schon. Gut. Dann schauen wir doch mal zum König von Blueville. Lass uns nach Blueville gehen. Nö, Moment. Wenn du einen Force Cube hast, komm noch mal zu mir. Ah, da käme ich dann hier rauf. Aha. Einen Force Cube. Komm mal kurz her. Das ist doch Wahnsinn. Dort ist ein Fass. Bring es zum Ladenbesitzer, um neue Upgrades zu kriegen.
Vor allem sind hier haufenweise Münzen, was cool ist. Hat das hier, das ist auch gelb. Was ist da hier? Da hier. Das ist das goldene Fass. Das legen wir jetzt mal hier rein. Und wumps. Oh. Vielleicht sollten wir das anders hinlegen. So. So liegt es vielleicht etwas besser. Schauen wir mal. Ach. Tja. Das habe ich übersehen. So. Das heißt, hier Fass erneuern. Ah, das ist aber nur... ist trotzdem nur eins. So, wir haben es jetzt drüber geschossen. Und ich nehme an, hier können wir auch mal rein. Aber bringen wir das kurz zurück. Außer wir können den hier austricksen. Das ist kein Force Cube. Ah. Ah, okay, da kann ich nicht. Damit kann ich nicht rein. So, 15 hätten wir. Was haben wir hier? Einen Force Cube. Kostet aber 20 Coins. Auf den sparen wir aber. 20 Coins bräuchten wir. Mann, ich werde hier nie zum König von Blueville kommen. Hier gibt es so viel zu tun. Hier oben ist ein Fass versteckt, sagt er. Da komme ich aber nicht drauf. Mit einem Force Cube könntest du das Fass dort rauskriegen und es in den Laden bringen. Aha. Ja, aber ich könnte doch das hier... Ah, na, nein, könnte ich nicht. Gut. Na dann nicht. Was ist das hier überhaupt? Was? Hey. Jetzt können wir gleich schauen, ob die Regeneration greift. Aber mit dem Force Cube könnten wir hier das Fass stoppen. Oh, gleich zwei. Viel Regeneration habe ich dann auch nicht. 15. Das. Ach, schade. Schade. Ich habe 19. 20 bräuchte ich für einen Force Cube. Eine Münze. Oder wann würde der regenerieren? Das verstehe ich noch nicht ganz.
So, erstmal zurück den Force Cube holen. Damit kann ich so einiges anstellen, wie es aussieht. Inklusive zwei Fässer zurückbringen. Und hier sind noch übrig 4. So, Force Cube. Juhu! L halten zum Leuchten, L loslassen, um Cube zu spawnen. Lässt einen schweren Force Cube erscheinen. Den kann ich beliebig oft setzen. Schau runter und spawne den Force. Ah! So, weg hier. Schau runter und spawne den Force Cube. Okay. Ja, ganz toll. So. Gut, gibt's Fallschaden? Sieht nicht so aus. Ah, Fässchen, komm her. Sehr gut. Was gibt's jetzt? Maximale Gesundheit plus 15 um 10 Coins. Schön. Also hier haben wir das schon gemacht. Das hier auch. Da kommen wir jetzt auch hin. Halte den Force Cube Knopf, um die Umgebung zu erleuchten. Ah ja. Weil ansonsten ist es stockfinster. Secret Area. Richtig coole Effekte hier. So, ich habe trotzdem nur 10. 5. Jetzt werde ich gleich sterben. Vielleicht machen wir das so. Jetzt habe ich wieder 10. So, hier oben ist ein Fass versteckt. Das heißt, wir versuchen mal mit Hilfe des Cubes hier rauf zu. Okay. Kommen. Ah, hier. Okay, schauen wir mal. Hier komme ich nicht drauf. Also zumindest weiß ich jetzt im Moment noch nicht, wie das funktionieren soll. Ups, hallo. Ist eh keiner mehr hier. So. Dann machen wir doch hier einen Cube. Und wenn er so schwer ist, dann sollte das doch passen.
Wenn wir das Fass hier runterlegen. Genau. Sehr schön. Können wir das Fass gleich zurückbringen. So, und dann schauen wir noch, dass wir ein wenig weiterkommen. Es gibt auf jeden Fall nur noch zwei. Ein Doppelsprung. Sehr schön. Und das hier. Maximale Münze mal 2. Hier, wir haben 30 maximale Münzen. Und ja. Dann hätten wir dann 60 maximal. Okay. Was auch bitter nötig ist, hier bräuchten wir nämlich 65 Coins. Das würde so gar nicht funktionieren. Noch nicht. So, hier kommen wir allerdings noch nicht rauf. Vielleicht. So. Nö. Wo? Wo ist er? Hier. Ich habe trotzdem immer noch. Ah! Das bringt Leben. Diese roten. Das aussieht wie Clownsnasen, so Bären. Und hier gibt's. Oh, hier gibt's viele Münzen. Ich kann mir den Doppelsprung nicht leisten, mit dem man dort rüberkommt. Du nicht. Hier können wir dann auch rüber mit einem Doppelsprung. Ich nehme, ja, ich würde sagen, der Doppelsprung wird das nächste werden. Wie du schneller rennen kannst, ja. Können wir allerdings noch nicht. Das wäre auch ein Upgrade. Mit dem Doppelsprung könnten wir hier rüber. Wir kommen einfach nicht zum König von Blueville. So viel zu erledigen. Ach so, 36 Coins. Ja, wir müssen uns hier die Max Münzen mal 2 kaufen. Ja, blöd. Wir können jetzt doppelt so viel rumschleppen. Aber finden müssen wir sie halt auch mal. Gehen wir doch mal weiter. Vielleicht ist hier drüben dann auch gleich der König. Was es damit auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Hey!
Ich komm mit dir, Schatz, öffne uns diese Tür. Ja. Nur wie? Da muss ich hier nach oben. Da komme ich aber nicht rauf, weil ich nicht schnell laufen kann. Was machen wir hier? Ich glaube, ich weiß, was wir hier machen. So. Und da ist eine Truhe. Und da ist Regeneration plus 5. Hat nur einen Effekt, wenn du Gesundheitsregeneration hast, steigert die maximale Regeneration um 5. So, hier können wir das öffnen. Gut, soweit, so gut. Oh. Tja, jetzt haben wir Regeneration. Wir können viel rumschleppen, aber wir können hier nicht weitermachen. Gibt es hier hinten noch was anderes? Ich meine, darüber springen können wir ja nicht. Gut, zumindest vier Münzen. Okay, die graben sich aus dem Sand hier. Und hier kommen wir dann auch wohl nur rauf, wenn wir hier rüberkommen. Dann kämen wir auch hier rüber. Tja, das ist jetzt eine gute Frage, was wir hier machen sollten. Ich bekomme irgendwie keine Münzen mehr zum Upgraden. Außer wir können hier noch was machen. Mit 3 Sekunden vielleicht. Können wir hier mit dem Cube was machen? Das geht sich vielleicht nur mit dem Tempo, mit dem Doppeltempo aus. Aber da kommen wir ja nicht hin, weil es kostet, Doppeltempo kostet 12 Münzen, wir haben 8. Ah, ich bräuchte nur 4. Irgendwo 4 Münzen. Da kommen wir auch nicht rein. Warum, ja, was würde das bringen, wenn
wenn der jetzt plötzlich eine andere Farbe hätte. Lauter spannende Sachen hier. Gibt wirklich viel zu entdecken. Und hier können wir... Was können wir hier verändern? Nein. 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 Was das macht, weiß ich auch noch nicht. Und hier bräuchten wir einen Stein in anderer Farbe. Hier. Was ist hier? Ah! Einen Stein in anderer Farbe. Wunderbar. Und somit können wir uns das Tempo kaufen und können dort weitermachen. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.